Guten Morgen. Willkommen zum 1. Dezember. Zweite Folge vom Vlogmas. Guten Morgen, mein Schatz. Wer hat da denn schon seinen Schlafsack alleine aufgemacht und wollte schon aufsteigen? Hast du schon aufgemacht, ne? Ja, ist aufgemacht, ne? Also ist schlecht, dass du das jetzt alleine kannst, weil nicht, dass du dir den irgendwann so halb ausziehst und dann... Und hier ist Julies Adventskalender. Den hatten wir ja letztes Jahr schon. Ich finde den super schön. Und ich, krasse Rabenmutter, habe erst das erste Türchen gefüllt, weil ich mir noch nicht so ganz, ja, ich bin auch mit der Christmas-Deko noch nicht angefangen. Das will ich jetzt die nächsten Tage ganz flotti machen, weil ich will noch ein bisschen was in der Wohnung feiern. Ich hoffe, das schaffe ich heute. Und ich habe jetzt hier bei eins mal, die hatten wir jetzt noch, so ein Fruchtriegel-Dings hier drin. Das darf ich jetzt mal aufmachen. Hier, guck mal, hier um die eins. Was ist das denn? Soll die Mama das mal aufmachen? Soll die Mama aufmachen? Ja. Ja? Warte. Ja, ich weiß, hier sieht es noch aus wie bei Hempels. Aber mir brennt es auch in den Fingern. Das wird, glaube ich, das erste Jahr seit vielen Jahren, dass ich wirklich in Weihnachtsstimmung bin. Oh, guck mal hin. Weil, weiß ich nicht warum. Als ich so richtig in Stimmung bin und nicht erst 4 Tage vor Weihnachten anfange zu dekorieren. Aber wie gesagt, ich wollte hier noch, also ich habe halt so ganz furchtbare Wände hier, also es sind überall so Stahlwände und man braucht überall so eine Schlagbohrmaschine, so eine Hilti, so ein Riesenteil, weil sonst kommt man hier nicht rein in die Wände. Und ich wollte noch so einige Sachen aufhängen und ich wollte noch die eine Wand streichen, bevor ich weihnachtlich dekoriere, weil das sieht so blöd aus mit den beiden weißen Wänden. Ich hoffe, dass das heute vielleicht was wird oder dass wir zumindest zum Baumarkt kommen. Und die Gardinenstange wollte ich unbedingt noch aufhängen, weil da soll eine Girlande drüber, ja. So, Leute, kein Witz jetzt hier. Seht ihr die ganzen Fussel? Das ist einmal natürlich von meinen Kartoffeln, aber der Rest ist von meiner weißen Katze und ich muss das jeden Tag machen. Ich habe die Fusselbürste schlechthin, die ist super, aber das nervt mich hier ein bisschen. Hier, ich habe zwar erst jetzt das halbe Bett gemacht, aber dieses Ding funktioniert super gut und das ist so mit gegen den Strich Fusseln und da kommt mega viel runter. Ich gucke mal, ob ich so eine bei Amazon finde. Bestimmt, die habe ich jetzt von Cody. Die ist nämlich mega gut. Den gibt es auch als Handschuh, aber ich finde das hier angenehmer mit Griff. Ich guck mal, ob ich sowas bei Amazon finde und verlinke ich euch das unten. Für die, die auch Tiere haben, die Haaren. So, die Maus möchte frühstücken. Wo bist du denn? Wo bist du? Im Kinderzimmer wieder. Möchtest du frühstücken? Ja, einen Keks. Gib keinen Keks zum Frühstück. Gib ein Brot. Ne? Oh, Schatzi, was essen wir denn heute? Hast du heute Lust auf ein Käsebrot? Mit Käse? Guck mal, mit Käse? Okay, machen wir. Hier übrigens in dem Spülstein, weil das halt so ein Plastikmessbecher ist und der platzen könnte und mal angenommen, der wird dann platzen oder einen Riss kriegen und da wird alles rauslaufen und dann ist die heiße Brühe besser hier drin als irgendwo über meine Beine oder so. Ich konnte übrigens gestern meinen Adventskranz gar nicht fertig machen, weil ich Intelligenzbestchen nur so einen hatte, wo so Spieße dran sind, wo man halt Kerzen drauf steckt, logisch. Und die habe ich jetzt neu gekauft, halt wegen Kind und Katzen und so. Es ist sicherer und sieht auch, finde ich, wunderschön aus, also zumindest bei denen hier, die sind von der Nunana. Ja, deswegen muss ich gleich nochmal nach einem gucken, wo ich die einfach so draufstellen kann, weil mit dem Spieß, das funktioniert natürlich nicht, ne? Weil wie gesagt, die sind von der Nunana, ich finde die super, auch wenn es dunkel ist, sieht es super schön aus. Ja, oder mit dem Krokodil. Krokodil. Ei, was kommt denn da? Ei, was kommt denn da? Ein Krokodil aus Afrika. Es sperrt sein Maul auf, es sperrt sein Maul auf. Und sagt, ich fress die Julie auf. Doch die Julie, die sagt, nein, Krokodil, lass das sein. Denn sonst sperr ich dich in eine Kiste ein. Doch die Julie, die sagt, nein, Krokodil, lass das sein. Denn sonst sperr ich dich in eine Kiste ein. Nein, sagt die Julie, ne? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. So, ein Trockner läuft jetzt gerade schon. Aber im Moment irgendwie
keine Lust aufzuhängen, obwohl ich das ja eigentlich immer total gerne mache. Aber im Moment möchte ich Zeit sparen. So. So, Julia hat jetzt gerade schon mal angezogen. Die hat hier übrigens dieses super schöne Kleid an von Smarfolk. Habe ich euch schon ein paar Fotos auf Instagram gezeigt. Und da dürft ihr euch jetzt bald im Rahmen meines Adventskalenders auch über eine geile Verlosung freuen. Wie ich schon sagte, Adventskalender-Verlosung. Heute gibt es natürlich auch eine. Das muss ich jetzt gerade mal ein bisschen zweiteilen, weil das, was ihr gewinnen könnt, ein Teil ist hier oben und der andere Teil ist unten. Und zwar ist das erste Teil die Wickeltasche von Bonavie. Die hatte ich euch ja schon mal ganz kurz in einem Vlog gezeigt. Die könnt ihr hier heute zum Beispiel auch gewinnen. Das ist halt die passende Wickeltasche zu meinem Kinderwagen, sage ich jetzt mal, von derselben Firma. Und passend zum, also ist dasselbe Design. Die kriegt ihr natürlich auch in den Farben, wie ihr die Kinderwagen bekommt. Ihr habt hier an der Seite so diese Aufhänger und hier noch zusätzlich welche. Das ist mega cool. Die ist jetzt einen ganzen Tacken kleiner als meine Jujubi, aber es ist nicht schlimm, weil es gibt Tage, da brauche ich eine große Tasche und es gibt Tage, da brauche ich eine etwas kleinere Tasche. Und wenn ihr nicht mit Stoff wickelt, ist die hier sowas von ausreichend und geräumig. Ich zeige euch mal. Die hat von innen natürlich einiges an Taschen hier. Da könnt ihr auch Fläschchen reinstellen, so mit Gummizug. So, den anderen Teil, den ihr auch noch gewinnen könnt, zusätzlich dazu, den werde ich euch jetzt einmal zeigen. Das zweite Teil, was ihr auch noch mitgewinnen könnt, ist hier von Bonavie, dieser super geile Fußsack. Ich habe den, also logisch, ne, der ist in Benutzung, deswegen konnte ich den jetzt oben nicht zeigen. Das Coole ist, der ist gefüttert. Also ihr habt hier dieses obere Teil, das hier hat hier unten so kompletten Reißverschluss. Das könnt ihr austauschen. Das hier ist jetzt schon ziemlich, ziemlich dick und wenn mich nicht alles täuscht, sind da sogar Daunen drin. Und das gibt es noch in einer dickeren Variante. Das gehört zu dem Teil dazu. Das habe ich jetzt noch oben. Das mache ich aber erst drauf, wenn wirklich Winter ist. Das ist ungefähr so dick, lasst mich nicht lügen. Richtig, richtig kuschelig. Von innen ist es mit so einem Vlies. Richtig geil. Und den kriegt ihr natürlich auch natürlich dann in der Farbe, in der ihr den haben möchtet, wie dann wie das zu eurem Kinderwagen passt. Diese beiden passt. Sachen könnt ihr gewinnen, indem ihr mir in die Kommentare schreibt, wie weit ihr gerade mit eurer Schwangerschaft seid oder wie alt euer Kind oder eure Kinder sind und warum ihr den haben möchtet. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen mit anderen Fußsäcken gemacht, die ihr nicht so toll fandet oder vielleicht irgendwie was mit der Wickeltasche, dass ihr sagt, hey, ich finde die cool, weil... Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, warum ihr meint, dass ihr gewinnen müsstet. Dann, was ich euch jetzt zeige, gehört nicht mehr zur Verlosung, aber es ist einfach so cool, dass ich euch auch zeigen muss. Und zwar ebenfalls von Bonavie habe ich hier so einen geilen Shopping-Bag zugeschickt bekommen. Der hängt hier mit so einem Adapter an der Tasche dran. Der ist von innen, also der hat hier so einen Haken, das ist mega cool. Der hat von innen auch eine Plastikverstärkung und auch der Boden ist verstärkt. Ihr kennt das bestimmt, man geht mega, mega krass schwer einkaufen und dann reißen die Tüten und hast du nicht gesehen. Das Ding ist ein Lebensretter, ich liebe es. Hier ist noch so ein Magnet und ich glaube, der kostet im Shop 30 Euro. Ich verlinke euch den auch mal unten, den könnt ihr halt da kaufen. Und soweit mich nicht alles täuscht, diesen Adapter könnt ihr zwischen auf sämtliche Kinderwagen stecken. Also es muss nicht der Bonavie sein. Und was ich noch bekommen habe, ist hier so ein Organizer. Kennt ihr alle wahrscheinlich, habt ihr wahrscheinlich auch zum größten Teil alle, weil die Teile einfach super, super praktisch sind. Mit drei Fächern, Handy rein, Handschuhe rein, Trinkflasche vom Kind, Schnuller, finde ich total super. Die sehen gerade voll komisch aus, kann das sein? Oder ist das das Licht? Sieht das, als hätte ich so Kontaktlinsen drin. Wir haben es jetzt 2:30. Ich habe Julie jetzt gerade mal zum Mittagsschlaf hingelegt. Sie hat diesmal nicht so genau geäußert, aber ich vermute, wie gesagt, dass sie zahnt. Deswegen war sie heute Nacht, glaube ich, auch so horrormäßig drauf. Die weiß im Moment nicht, wohin mit sich. Und auf den Arm, nehme ich sie auf den Arm, auf den Schoß und dann, auch nicht gut. Und will sie wieder runter. Ich vermute mal, dass sie irgendwie noch ein bisschen müde ist. Deswegen jetzt Mittagsschlaf. Ich sitze jetzt gerade an dem Vlog, der gestern online gegangen ist. Und versuche jetzt gerade mich mal hier an der englischen Übersetzung. Ich dachte, dass das wie bei einem deutschen Text geht, dass das automatisch läuft. So. Und dass man das dann nur berichtigen, korrigieren muss. Aber nein, ich muss Wort für Wort tatsächlich eintippen. Aber gut. Was macht man nicht alles für die Lieben, ne? Ey, das macht voll Spaß, das hier zu übersetzen. Das ist eigentlich voll die gute Englischübung. Ich meine, mein Englisch ist so okay, ne? So, was ich so in der Schule gelernt habe, das ist jetzt nicht das... übersetzt jetzt nicht jeden Satz in irgendeinem Übersetzer, nur Worte, die ich nicht kenne und versuche das dann so ungefähr zu umschreiben, damit man weiß, worum es im Video geht. Das macht Spaß, aber okay, ich bin auch erst, ich bin erst bei 44 Sekunden und mein Video ist mal wieder 21 Minuten lang. Ich werde mich nachher noch hassen. Mal gucken, ob ich das öfter so mache. Mal gucken. Ihr werdet bestimmt so, was für ein Scheiß Englisch, nervt voll, was ist hier los? Okay, Arsch lecken. Ich saß jetzt eine knappe Stunde an der Übersetzung, was auch echt Spaß macht. Ich bin erst bei 4 Minuten 11 und ihr wisst ja, ich halte nie meine Fresse. Ich bin die ganze Zeit am Quatschen. Es geht nicht. Die ganzen Produktvorstellungen und sowas, alles ist alles zu übersetzen. Alter. Ich glaube, ich lasse das doch. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch, da habe ich nichts von.
Dann sitze ich ja noch 3-4 Stunden pro Video dran, um zu übersetzen. Kacke, ich dachte irgendwie, das ging irgendwie schneller. War aber nicht so. So, wir haben es jetzt 3:30. Ich werde jetzt Julie Maus wecken gehen. Ah, brauche ich ja gar keinen mehr wecken. Hi, du bist ja schon wach? Nö, ne? Bist du schon wach? Bist du wach? Hast du schön geschlafen? Du hast ein Nono. Möchtest du aufstehen und Mittag essen? Möchtest du Mittag essen? Ja. So, wir lieben Reste essen. Von gestern, ne? Schnitzel, Kroketten und noch ein bisschen Brot. Guten Appetit. Wenn Julie zahnt, ist sie sehr schlecht. Deswegen essen wir jetzt noch eine Banane. Baby. Ne? Eine Mama und ein Baby. Ein Baby und eine Mama. Na? Was machst du da? Machst du Wäsche? Ja, Linus macht Haya, ne? Hm? Auto? Was ist mit dem Auto? Nein, nicht an Mamas Zeitschrift. Nein. Die Tattoo-Magazine haben es hier angetan. Nicht da dran gehen, ne? Wir haben Julia letztes Jahr quasi um Weihnachten rum hier diese Stapelturm, würde ich sagen, Stapelkästchen geschenkt. Die haben wir von Elchkids bekommen. Werde ich euch nochmal unten verlinken. Das wird jetzt so richtig spannend, weil die steht da so drauf, ne? Ich habe das jetzt wieder rausgeholt, weil es war vorher halt noch ein bisschen zu groß für sie alles. Noch ein bisschen zu schwer, obwohl das hier Pappe ist. Aber jetzt wird es halt richtig interessant. Sie liebt das Ding ohne Ende. Mega der Geschenktipp für Weihnachten oder für Nikolaus, was weiß ich. Werde ich euch mal unten verlinken. Das Ding ist mega. Gibt es auch verschiedene Farben von. Und jetzt wollen wir mal bauen damit, ne? Genau rein da. Tada! Tada! It's magic! Boing! Tada! 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 Und wenn sie dann auseinandergepult hat, dann bauen wir einen Turm damit. Tada! Tada! Und jetzt? Das ist übrigens mein Schwangerschaftskleid, was ich anhab. Aber ich stehe da trotzdem voll drauf. Kann man auch ohne Bauch tragen, ne? So. Du auch? Ja, dann tu mal oben. Upsala. Dann tu mal oben drauf. Guck mal hier oben drauf. Mal oben drauf. Ja, sehr gut. Noch eins? Noch eins? Alles klar, okay. Noch ein Boing. Oh, du Zerstörer. Ah, alles kaputt. Wie sie sich freut so. Der Baum. Freut sich der Baum, ne? Der Weihnachtsbaum. I. Ist nicht I. Der ist voll schön. Der kleine Tiger da hinten. Der hat sich das hier gemütlich gemacht. Auch süß, ne? Ne, Monty? Wir werden jetzt gleich abgeholt. Wir fahren nämlich in den Baumarkt. Ich muss einmal auf jeden Fall Wandfarbe holen. Und wollte noch gucken, ob ich da noch die fehlende Weihnachtsdeko bekomme, die mir noch fehlt. Einschließlich des Dingens, wo ich die Kerzen draufstellen kann. Weiß noch nicht, Tablett. Ich hatte sowas Schönes aus Holz gesehen, aber ich weiß auch noch gar nicht, in welchen Farben ich dekoriere. Vielleicht spät dran, aber ich habe so Bock drauf. Ich habe so Bock. Wie macht ihr das? Schmückt ihr euren Tannenbaum an Heiligabend oder schon vorher als Deko? Ich finde, das Einzige, was ich noch nicht behängen will, ist der Weihnachtsbaum. Den möchte ich gerne an Heiligabend schmücken. Oder am Weihnachtstag, sage ich jetzt mal. Heiligabend halt. Du Spooky. Wie macht ihr das? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Irgendwie interessiert mich das. So, Julie hat sich schon angezogen, ganz alleine und selbstständig. Obwohl wir gar nicht weggehen. Wir wollen jetzt erstmal versuchen zu bohren. Mhm. Mal tschüss, ne? Tschüss. Mach's gut. Komm bald wieder. Bis später. Tschüssi. Mhm. So, schub's nicht an, ne? Ja. So, die Bilder, die hängen schon mal. Sieht sehr schön aus, finde ich. Und ich finde, das wird noch besser aussehen, wenn dann die Wand auch noch dunkelgrau ist. Weil es ist hier gerade, finde ich, mir alles zu weiß und zu farblos. Also nicht, dass Grau jetzt so die krasse Farbe wäre. Akzente sind hier generell sehr wenig, außer da der Blümchen. Aber ich finde es mit dunkelgrauer Wand noch besser.
So, Julie hat hier jetzt gefühlt 48 Mal ihr liebstes Puzzle gemacht und wir machen jetzt aber eine Abendessenpause, ne? Mmh, guten Appetit. So, die teile ich mir einmal mit Julie. Und da ist die für meinen Handwerker hier, die kleine. Die kleine Familienpizza. Nein, ist nur eine Big Pizza. Also wie nennt man das? Jumbo? Ja, sowas. Maximal. Yay, Katzen über alles. Sie hängen. So, wir haben jetzt Julie gerade ins Bett gebracht. Das ist jetzt kurz vor 10. Die hat im Moment so eine Phase, dass die einfach nicht müde wird. Ich hoffe, sie schläft dann jetzt auch. Ich habe zum Geburtstag einen Weihnachtskalender bekommen. Habe ich euch ja schon in meinem vorletzten Video gezeigt. Und weil ich mit der Weihnachtsdeko hinterherhänge, habe ich den jetzt noch nicht aufgehangen. Das werde ich aber morgen tun. Aber da heute ja immer noch der erste ist, so jetzt gerade das erste da. Da. Oh, Goldpapier. Oh, ein Bärchen. Da ist es, der Bärchen. Hallo, guten Morgen zusammen. Ich habe es gestern total verpeilt, ein Ende zu filmen. Julie war erst gegen 9:30, glaube ich, im Bett. So war auch die Nacht. Aber das werde ich euch im nächsten Vlog dann vielleicht erzählen. Ich werde mich jetzt erstmal verabschieden und bis nachher.